Jo. Gucken wir mal, was hier so los ist. Der Mann, der 15 Milliarden Euro geklaut hat. Was ein Idiot. Eine hätte auch gereicht, oder? 15 Milliarden, überlegt euch mal, was das für eine Summe ist. 15 Milliarden. Also ich bin gespannt, wie ein Bettlaken, was da gleich so, vor allem wie er das angestellt hat. Aber zieht euch jetzt mal rein, Alter. 15 Milliarden. Nicht Millionen, sondern Milliarden. Okay, gucken wir mal an. Der sieht so ein bisschen aus hier wie der ehemalige FIFA-Typ. Der, wie hieß er? Blatter oder sowas. Gucken wir mal. Stell dir vor, eine der bekanntesten und angesehensten Figuren der Wall Street ist ein Betrüger. Er ist ein Urgestein der Industrie, einer der Mitentwickler und zeitweise Vorsitzender der ersten elektronischen Aktienbörse. Außerdem gehört ihm eine große Firma der New Yorker Finanzwelt. Klingt ja bis hierhin jetzt nicht erstmal danach, als bräuchte er 15 Milliarden zusätzlich, oder? Gucken wir mal. Doch hinter dem Image des legendären Pioniers steckt eine bittere Wahrheit. Denn er hat ein weiteres Geschäft. Im Geheimen. Hinter verschlossenen Türen. Eine Oha. dunkle, schmutzige Operation, die erst mit der Finanzkrise auffliegt. Achtung, Verschwörungstheorie, Kappa. Wo sind sie? Es geht um systematische Fälschung, inkompetente Behörden, zig Milliarden Dollar. Es geht um ein Netzwerk reicher, ahnungsloser Geldgeber, um das größte Ponzi-Scheme aller Zeiten. Dies ist die Geschichte von Bernard Madoff. Bernard Madoff. Bernard Madoff. Bernard Madoff. Nie von ihr gehört. Ist doch mal geil, diese Wissenschaftsintros. Ja, die 5 Sekunden können wir jetzt auch noch. Ich dachte, das wäre wieder irgend so ein Serienintro oder sowas. Über Bernie Madoff wurde viel berichtet. Es gibt einen Film mit Robert De Niro, einige Dokus, YouTube-Videos, wir haben euch alles verlinkt. Der Skandal war tatsächlich so gewaltig, dass er zu diversen Reformen an der Wall Street geführt hat. Aber eins nach dem anderen. Madoff beginnt 1960 an der Wall Street. Er etabliert sich schnell als Makler riskanter Kleinaktien. Später hilft er, die erste elektronische Börse der Welt aufzubauen und revolutioniert so seine Branche. Sein Unternehmen ist bald eine bekannte Größe, Bernie Madoff eine Legende. Er hat 2 Söhne mit seiner Frau Ruth. Beide arbeiten später in seiner Firma, genau wie Madoffs Bruder Peter. Bereits seit dem Beginn seiner Karriere verwaltet Madoff abseits seines Hauptgeschäfts das Geld 4 reicher New Yorker. Jeffrey Pickauer, Stanley Chase, Norman Levy und Carl Shapiro. Er investiert tatsächlich für sie und erzielt stabile Gewinne. Dieser Side-Hustle entwickelt sich über die Jahre und mit Madoffs wachsendem Prestige. Es das heißt nicht mehr Nebengewerbe, sondern Side-Hustle. Ja, scheint sich ja zu lohnen. Gucken wir mal. An der Wall Street zu einem hochexklusiven Investmentfonds. Das heißt, Madoff bietet reichen Kunden an, ihr Geld für sie zu investieren und verspricht ihnen konstante, hohe Erträge. Rund 1% pro Monat. Klingt ja fast schon nach Politiker-Kappa. Oft gibt es gar keinen direkten Kontakt, sondern quasi Zulieferer, über die das Geld der Kunden an Madoff fließt. Das Problem? Irgendwann, spätestens in den 90ern, hört Madoff einfach auf, das Geld seiner Kunden tatsächlich zu investieren. Er packt einfach alles auf ein Konto und zahlt aus diesem Topf die vermeintlichen Erträge zurück an die Kunden. Und okay, bis hierhin ja erstmal schön und gut. Wenn ich das verstanden habe, dann investieren die ja. Ist natürlich nur die Frage. Kriegen nur die hier ihre 1% und die dahinter nicht? Weil ansonsten macht das ja alles nicht so viel Sinn. Klingt irgendwie dämlich, Ja, hab ich doch oder? gerade gesagt, Junge. Naja, das Ganze basiert darauf, dass immer neue Kunden dazukommen und der Topf immer größer wird. Solange immer weiter Geld hineinfließt, kriegen alle Kunden ihre stabilen 1% pro Monat, können ausbezahlt werden, falls sie ihr Geld woanders investieren wollen, und Madoff kann sich ordentliche Summen abzwacken. Ja, trotzdem sinnlos. Wenn hier rechts der große Haufen 100% sind, dann zahlt er halt immer nur 1% weiter aus. Jo, habe ich verstanden. Aber das ist ja dann trotzdem wie ein, ich nenne es jetzt mal einfach nur ein Sparkonto.
wo die immer nur nach und nach 1% wieder kriegen, in Hoffnung, dass halt immer mehr dazukommen, sodass sich das mehr als diese 1% wieder reinkommen, als die er wieder zurückgibt. Okay. Ohne immer neue Gelder bricht das System natürlich umgehend zusammen. Seht ihr, ich bin das Ganze nennt aussehen. Man ein Ponzi-Scheme, eine Betrugsmasche, bei der man Menschen mit dem Geld anderer Menschen Gewinne vorgaukelt, die es gar nicht gibt. Und Madoffs... erinnert mich fast ein bisschen an, wie hieß denn das noch? Wirecard? Ponzi-Scheme wird zu einem absoluten Monstrum, dem wohl größten Finanzbetrug aller Zeiten. Okay, das Video ist vom 2. September diesen Jahres. Wenn das der größte Finanzbetrug aller Zeiten ist, dann muss das ja noch geisteskranker sein als Wirecard. Wobei das ja auch schon nicht gerade wenig war. Ja, wer kennt nicht Leute, die jede Menge Kohle in Wirecard reingesteckt haben, eins im Chat? Also ich selber nicht, aber schweifen kurz ein bisschen ab Richtung Wirecard, aber ich kenne einige. Ich meine, ja, musst du unbedingt und hier und das geht voll durch die Decke. Und ich war halt eigentlich prinzipiell schon immer der Meinung, unabhängig von welcher Aktie, dass das ein Glücksspiel ist. Wie Lotto spielen. Du weißt ja nicht, ob die Aktie steigen wird oder nicht. Weil du eigentlich meiner Meinung nach nur wirklich richtig Ahnung haben musst und tief drinstecken musst, mit Hintergrundinformationen hast du nicht gesehen, um das besser einschätzen zu können. Aber so kannst du auch einfach Lotto spielen in der Hoffnung, dass du irgendwann mal gewinnst. So, und selbst dieses Risikoverhältnis, in dem angenommen, du steckst da 1000 Euro rein und du hast du mal irgendwie 1% Gewinn oder 3%, ja, herzlichen Glückwunsch, dann hast du 30 Euro Gewinn gemacht. Yay. Und ob sich dafür das Risiko lohnt? Oh, weiß ich nicht. Madoff lässt im ganz großen Stil Millionen von Dokumenten fälschen. Im 17. Stock des berühmten Lipstick Buildings in New York befindet sich eine geheime Abteilung von Madoffs Firma. Sie ist rund um die Uhr damit beschäftigt, erfundene Investmentbelege zu drucken. Diese Belege werden den Kunden gezeigt, um den Anschein zu wahren, dass man ihr Geld tatsächlich irgendwie angelegt hat. Nur, das soll man richtig verstehen. Das ist nicht nur Beschiss, sondern da sind Leute hauptberuflich damit beschäftigt, diesen Beschiss auf Papier zu bringen, also solche Fake-Sachen zu drucken. Aber was machst du heute? Ja, ich muss noch irgendwie 3-4 Fake-Gutscheine ausstellen, nochmal 3 neue Leute einweisen, damit wir morgen 9 Fake-Gutscheine ausstellen können und dann läuft das Ganze. Oh, nice, krass. Parallel wächst Madoffs Netzwerk an Zulieferern, die ihm immer neue Kunden servieren. Er selbst bleibt stets im Hintergrund. Voraussetzung für Investitionen sind Geheimhaltung und Diskretion. Da wäre zunächst die Investmentfirma Fairfield Greenwich, die zeitweise fast die Hälfte ihres Kapitals von Madoff investieren lässt. Der Gründer Walter Noel Jr. ist wahnsinnig gut vernetzt und zieht immer weitere Mitglieder der High Society an. Sie alle wollen in seinen und somit in Madoffs Fonds investieren. Ein weiterer Zulieferer ist der französische Aristokrat Thierry Magon de la Villehuchet. Er überzeugt zum Beispiel Lilian Bettencourt, die... Aha. Ja, Baguette, Renault und Peugeot, wisst ihr Bescheid. Die damalige Hauptanteilseignerin von L'Oréal in Madoffs exklusiven Fonds zu investieren. Sie ist zu der Zeit eine der reichsten Frauen der Welt. Bald hat Madoff Kunden überall auf dem Globus. Millionäre in Palm Beach, Mitglieder der High Society in Europa, Banken wie Santander und HSBC und... Santander. Und leider auch Universitäten und gemeinnützige Organisationen. Aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Alter, das müsst ihr auch erstmal aufbauen. Dass irgendwelche reichen High Society-Fuzis ihre Millionen dir anvertrauen, irgendwelche Geschäftsleute, dann solche Großkonzerne wie HSBC oder halt sogar nationale Einrichtungen wie halt irgendwelche Unis oder sowas, dass die ihre ganzen Millionen, zig Millionen dir in den Arsch schieben, in der Hoffnung, ihr macht mal mehr draus. Kann man wieder sehen, wie geldgeil die Gesellschaft inzwischen geworden ist. Organisationen. Insgesamt sammelt Madoff so über Jahrzehnte hinweg ungefähr 17,5 Milliarden Dollar ein. Lange wirkt es so, als könnte er einfach ewig so weitermachen. Dabei ist ihm ein Mann schon seit langem auf der Spur. Harry Markopoulos arbeitet Anfang der 2000er bei einem Finanzunternehmen in Boston.
Diese Whistleblower sind ja immer die, die zuerst als Verschwörungstheoretiker abgestempelt werden, bis dann halt irgendwelche Leute verklagt werden oder vor Gericht kommen und das dann halt doch keine Verschwörung war. Sein Chef bittet ihn, Madoffs Investmentstrategie zu kopieren. Denn auf Außenstehende wirkt sie natürlich äußerst genial und stabil. Markopoulos schaut sich Madoffs Netzwerk aus Zulieferern also an und realisiert nach eigenen Aussagen innerhalb von Minuten, dass etwas faul ist. So sieht zum Beispiel das Wachstum der Anlagen bei Madoff aus. Eine nahezu gerade Linie nach oben. Stabil, es gibt Bruder. So gut wie keine Schwankungen durch Krisen. Das Wachstum ist völlig unabhängig von Wirtschaftszyklen. Die angebliche Investmentstrategie hinter dem wundersamen Wachstum ist völlig löchrig und ergibt laut Markopoulos gar keinen Sinn. Er ahnt, dass Madoffs gewaltiger Investmentfonds höchstwahrscheinlich ein Ponzi-Scheme ist. Ich frage mich gerade, wie man auf die Idee kommt. Das ist ja immer dieses Verrückte. Du hast halt irgendwas maximal Krasses, so wie hier zum Beispiel. Das sind ja Dimensionen, also die können wir uns ja alle gar nicht vorstellen, wie viel Milliarden, 17,5 Milliarden, wie viel Geld das ist. Und wenn sowas sich einer über Jahre aufgebaut hat, da gehst du doch nicht davon aus, dass das Schmu ist. Wenn da halt irgendwelche reichen Menschen, Großkonzerne, staatliche Institutionen und alle schön mit reinbuttern, da gehst du ja erstmal nicht davon aus, dass das Schmu ist oder was. Und selbst wenn du dann auf die Idee kommst, das glaube ich nicht, dass das alles sauber ist, dich dann halt auch noch so dahinter zu hängen, weil du dann immer mehr davon überzeugt bist, also das ist schon heftiger Scheiße. Gewaltiger Investmentfonds höchstwahrscheinlich ein Ponzi-Scheme ist. Er meldet Madoff immer wieder der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Jedes Mal ohne Erfolg. Charlie, weil die selber mit drin waren. The SEC-Staff lacks the financial expertise and is incapable of understanding the complex financial instruments being traded in the 21st century. Die Finanzaufsichtsbehörde ist fachlich nicht in der Lage, die Finanzinstrumente nachzuvollziehen. Wer, wenn nicht die? Hallo? Ist ja genauso als, keine Ahnung, wird es irgendeinen Rechtsstreit geben? Der Bundesgerichtshof entscheidet darüber oder soll darüber entscheiden? Und die sagen, ist heuer, aber keine Ahnung von. Die SEC hat im Fall Madoff gnadenlos versagt. Eine interne Untersuchung wird später zeigen, dass man neben Markopoulos Hinweisen auch zahlreiche andere jahrelang weitestgehend ignoriert hat. Madoffs Business wird zwar mehrfach oberflächlich von der Behörde gecheckt, aber trotzdem stößt man nicht auf den Betrug. Da ist bestimmt der ein oder andere Euro auch mal quer geflossen. Bernie Madoff ist ein Pionier, ein Big Player, quasi unantastbar. Und ein Ponzi-Scheme von diesem Mann? Unvorstellbar. Dann kommt die Finanzkrise. The Dow traders are standing there watching in amazement. I don't blame them. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. Die Finanzkrise von 2008 sendet die Börse in den freien Fall. Investoren bekommen Angst und viele wollen ihr Geld aus den Märkten ziehen. So auch im Fall von Madoff. Seine Kunden wollen ihr vermeintliches Kapital in Sicherheit bringen, bevor die Wall Street es mit sich reißt. Das Problem, Madoff hat ihr Geld nicht. Einige kann er ausbezahlen, aber das meiste Geld hat er an andere Kunden ausgezahlt oder versoffen oder selber eingesteckt. Und so implodiert das Kartenhaus Koks und Nutten. Letztlich. Unzählige Menschen und Organisationen realisieren, dass sich ihr Geld in der Realität über Jahre, teils Jahrzehnte, nicht vermehrt hat. Oft ist es einfach weg. Am 10. Dezember gesteht Madoff seinen Söhnen Mark und Andrew, dass er ein Betrüger ist. Sie arbeiten beide in seinem Unternehmen, haben mit dem Ponzi-Scheme aber nichts zu tun. Sie melden ihren Vater umgehend beim FBI. Am 11. Dezember wird er verhaftet. Bernard Madoff has been arrested. This is one of the biggest fraud cases ever. Stiftungen sind von einem Tag auf den anderen bankrott gegangen, weil ihr Kapital sich in Luft aufgelöst hat. Auf dem Papier hatten Madoffs Kunden 65 Milliarden Dollar in Investitionen Yo. Und Erträgen. Der Großteil dieses Geldes existierte schlicht und einfach nicht.
Insgesamt hat Madoff über die Jahrzehnte ja 17,5 Milliarden Dollar echtes Geld von seinen Kunden bekommen und herumgeschoben. In einer gewaltigen Anstrengung wurden bis heute über 75% dieser Summe zurück an die jeweiligen Opfer verteilt. Triggerwarnung an dieser Stelle. Im folgenden Abschnitt geht es um Suizid. Triggerwarnung. Falls ihr Hilfe braucht, haben wir euch entsprechende Angebote in der Beschreibung verlinkt. Madoff und seine Frau haben erfolglos versucht, sich gemeinsam umzubringen. Madoff wurde letztlich zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt und ist im April dieses Jahres gestorben. Mark Madoff hat sich genau 2 Jahre nach der Verhaftung seines Vaters das Leben genommen. Andrew Madoff ist 2014 an Krebs gestorben. Gut, jetzt mal abgesehen von der Krebsursache, muss man darüber nachdenken, was streng genommen ja eigentlich nur Geld, also in Anführungszeichen nur Geld, verursachen kann, dass eine komplette Familie ausgelöscht wird, indem sie sich halt selbst richten. Also schon. Geld ist einfach nur Papier. Kennt ihr, gab doch mal, vielleicht kann ich das ins YouTube-Video reinschneiden, gab doch mal dieses Meme, wo Geld für Menschen alles bedeutet, aber streng genommen das ja nur ein Stück Papier ist. Und da gab es so irgendwie, ich glaube, war das Hunde? Auf jeden Fall irgendwelche Tiere, wo man halt irgendwie vergleicht hat, dass das für die komplett wertlos ist, weil es einfach nur Papier ist. Ich kriege das gerade nicht mehr ganz zusammen, aber da gab es mal einen ganz niedlichen Vergleich eigentlich. Thierry Magon de la Villehuchet, der französische Aristokrat und unwissender Zulieferer Madoffs, hat sich wie zahlreiche andere ebenfalls das Leben genommen. Bis zum Ende seines Lebens konnte Bernie Madoff nie eine gute Antwort auf die große Frage, das Warum, geben. Seine legitime Firma war mehrere Milliarden Dollar wert. Er brauchte das Geld nicht. Tatsächlich hinderte sein Ponzi-Scheme ihn letztlich eher daran, sein ansonsten sauberes, profitables Unternehmen zu verkaufen und in den Ruhestand zu gehen. Kam er irgendwann einfach nicht mehr raus? Madoff selbst berichtete später aus dem Gefängnis, er habe seinen Betrug einfach immer weiter rationalisiert, bis zum bitteren Ende. Ja, Hals nicht vollkriegen, die ernste Lage nicht richtig einschätzen können oder Größenwahn. Schwierig. Ich finde es aber noch krass, dass halt erstens, dass so eine Unmenge an Geld ist, die man sich gar nicht vorstellen kann, diese Summe. Und dann halt, dass sich da so viele Leute dafür das Leben genommen haben, wegen, streng genommen nur in Anführungszeichen wegen Geld. Also das ist geisteskrank. Kann man sich irgendwie nicht richtig vorstellen. Weil es sind ja nicht nur die Leute, die selber so verzweifelt sind, dass sie alles verloren haben und gar nicht wissen, was das jetzt nun soll oder wie es weitergehen soll, sondern man darf dann halt auch nicht so deren Angehörige und Familien vergessen, die dann ja auch noch da hinten noch dranhängen und dann damit auch noch klarkommen müssen. Also schon echt heftig. Ein ehemaliger Investor in Madoffs Fonds sagte nach dem Skandal in einem Interview, Bernie anzweifeln? Bernie? Nein. Man zweifelt Gott an. Du kannst Gott anzweifeln. Aber nicht Bernie. Hätte vielleicht auch von Zlatan Ibrahimovic sein können. Den Kern eines Verbrechens, das ein nahezu lächerliches Ausmaß angenommen hat. Vielleicht, weil es so vielen Leuten so lächerlich unwahrscheinlich vorkam. Naja, ganz allgemein, stabile, hohe Erträge ohne Risiko klingt nicht umsonst in der Regel zu schön, um wahr zu sein. Cheers. Ja. Cheers. Das würde ich aber auch sagen, ey. Geisteskrank.